Es geht jetzt weiter mit der Klasse 17,5 Turn Hobby. Ja, mit dabei Christian Wehrmann, Jörn Lehmann, der Philipp Richter, aktuell deutscher Meister in der Klasse, daneben der Manuel Stankowitz hier auf dem Fahrerpodest gewesen. Jetzt hier die Startposition einnehmen. Ja, Fahrzeuge werden im Einzelstart aufgerufen und fahren dann gegen ihre eigene Zeit. Da, der Henrik Heitsch fährt einfach mal auf den Patrick Sommer auf. Ja, schon Action vor dem Lauf. Ganz vorne steht der Manuel Stankowitz und mit der pinken Karosserie am Heck, das ist die Jasmin Dohna, die fährt von drei los. Dann der Thomas Welzig, Christian Lehmann, der Jonas Wiese und Jörn Lehmann. Christian Wehrmann war das zwischendurch. Hier die Jasmin im Bild. Nein, der Manuel. Ah, hier verzerrt das ein bisschen. Ne? Ja, Patrick Sommer im Hintergrund einen Fehler gemacht. Hier liegt gleich mal einer auf dem Dach. Viel Zeit liegen gelassen. Ne? Mal sehen, wer das war. Oh, Jonas Wiese dürfte das gewesen sein. Das Patrick Sommer weiße Karosserie X-Ray Chassis. Ja, hat im ersten Vorlauf eine gute Linie gefahren, war auch kurz in Führung und hat es dann quasi weggeschmissen. War jetzt nicht so schön, hätte schon den Lauf gewinnen können oder eigentlich müssen. Und jetzt in dem Lauf zieht einfach mal der Manuel Stankowitz vorne weg. Derzeit schon mal 3 Zehntel hat er ihm aufgebrummt. Jasmin? Ja, noch ein paar Zehntel dahinter bekommt es mit dem Thomas Welzig zu tun. Jasmin derzeit auf 4. Ja, ein super Ergebnis. Hat ja beim TOS da ein Wahnsinnsergebnis gefahren. Letztes Mal war ja ETS gewesen. Und jetzt hier bei der BWS. Derzeit, ja, harter Kampf. Jetzt auf 3 wieder vorgefahren von Thomas Welzig. Da der Thomas Welzig im Bild, grüne Lackierung auch gut zu erkennen, hat auch so seine Höhen und Tiefen. Jetzt wieder stark unterwegs. Platz 4 derzeit an der Spitze. Manuel Stankowitz weiter in Führung, kann diese immer weiter ausbauen auf den Patrick Sommer. Dann Jasmin, Thomas Welzig. Jetzt Thomas wieder auf 3. Ja, die Position zwischen den beiden, die wechseln relativ häufig auf. Folgt der Henrik Heitsch, dann der Jürgen Lehmann, Christian Wehrmann und Jonas Wieser. Da der Patrick Sommer im Bild. Derzeit, oh, hat einen riesen Rückstand schon. Man sieht es schon deutlich. Mal sehen, wenn er jetzt übers Ziel kommt. 2 Sekunden, über 2 Sekunden ist dort jetzt im Bild Manuel Stankowitz schon mal. Den Patrick davon gefahren. Jetzt an Jonas Wiese fährt er jetzt vorbei. Ja, schön ihm vorbei. Der Manuel. Ja, mal schauen. Derzeit auf Poolkurs. Ja, könnte damit sich Startplatz 1 sichern. Wobei morgen noch ein Vorlauf ist. Und im letzten Vorlauf, also es wird ja sowieso nur der beste Vorlauf gewertet, könnte sein, dass er morgen doch noch Konkurrenz bekommt. Aber mit 2 Einsern, wenn er jetzt noch gewinnt, sieht das schon mal gut aus für ihn. Das Rundenzeit 13,6. Danach ist erstmal weit und breit nicht zu sehen. 13,9 für den Patrick Sommer und Thomas Welzig und eine 14,0 für die Jasmin. Auch eine 14,0 ist der Jörn Lehmann gefahren. Super Sache. Auch sehr stark. Jetzt hier Patrick zurückgefallen. Nee, Patrick kommt nicht vorbei am Henrik Heitsch. Henrik einen Fehler gemacht und Henrik macht zu. Beziehungsweise er versucht davon zu fahren, weil so langsam ist er nicht. Die zwei kennen sich schon jahrelang und da wird jeder wissen, was er macht. Ja, Henrik kurz gedeckelt, aber Patrick kommt nicht ran. Ja, mal schauen. Patrick derzeit weiterhin auf 2, fährt super schnelle Zeiten. Der Henrik Heitsch derzeit letzter. Ah, eigentlich nicht so das, was er normalerweise kann. So, Patrick. Ja, jetzt ein Fehler vom Henrik. Und boah, krass. Ja, war nochmal eng geworden. Ja, jetzt muss langsam der Henrik aufpassen, dass er ihn nicht zu sehr aufhält.
Ja. Nach vorne geht es nicht mehr weiter, bestimmt für Manuel, für Patrick. Hier ist wieder Jasmin im Bild. Ja, Jasmin. Jetzt doch schon. Ah, es ist super knapp. Ein Zehntel Vorsprung auf den Thomas. Der Thomas hinten, das grüne Fahrzeug, sitzt hier im Nacken. Ein Zehntel hat sie gerade noch Vorsprung. Da kann noch einiges passieren. Da darf sie sich gerade. Fehler von Patrick. Oh, gleich vom Henrik Heitsch ein Fehler und Jasmin fährt rein. Ja, da konnte sie auch nichts dafür. Aber davon profitiert erstmal der Thomas Welzig, beziehungsweise auch die Jasmin, weil der Patrick Sommer ist erstmal zurückgefallen. Jetzt Jasmin hinter Patrick und Thomas auf 2. Starkes Ergebnis. Stankovic gewinnt, also Manuel Stankovic gewinnt vor dem Patrick Sommer und Thomas Welzig holt sich Platz 2 von Patrick Sommer und der Jasmin Donat. Danach Christian Wehrmann und Björn Lehmann.